Einen schönen guten Abend beim Sport am Infokanal im Rohrbacher Lokalfernsehen. Wir zeigen Ihnen heute einen Bericht über das Spiel der 18. Runde in der ersten Fußball-Landesliga zwischen der Union Wohnpoint Rohrbach-Berg und dem ATSV Athlet. Das Spiel wurde geleitet von Schiedsrichter Bernhard Zauner. Assistiert haben an der Linie oder hat an der Linie unter anderem Franz Wohlmuth, der für einen ausgefallenen Assistenten kurzfristig eingesprungen ist und bereits das Vorspiel geleitet hatte. Das Athlet ist die Mannschaft in den blauen Dressen. Rohrbach spielt in roten Leibchen und schwarzen Hosen. Ja, nachdem von den letzten zwei Runden keine Spiele zu sehen waren, aufgrund dienstlicher Verhinderungen des Kameramannes, dienstlicher und privater Verhinderungen, haben die Spielberichte von den Spielen gegen Vöcklermarkt und Union Berg gefehlt. Ja, vielleicht war es auch ein Glück, dass wir diese negativen Erlebnisse nicht dokumentiert haben. Gegen Vöcklermarkt hat es ja eine unglückliche 1:2 Niederlage gegeben und in Berg hat die Mannschaft ein 1:7 Debakel erlitten. Also war zu hoffen, dass sich die Mannschaft gegen ATSV Athlet wieder rehabilitieren kann. In der ersten Halbzeit, die erste bemerkenswerte Aktion haben die Athleten zustande gebracht. Das war in der 15. Spielminute und mit etwas Glück für Rohrbach. Der Ball ging am Gehäuse vorbei. Dann machen wir einen Sprung in die 34. Minute. Dietmar Schuster sieht für dieses Foul die gelbe Karte. Dann gab es in der 37. Minute einen Spielertausch. Roman Enzberger kam für den verletzten Klaus Schuster ins Spiel. Mit einer Muskelzerrung, glaube ich, ist Klaus Schuster ausgeschieden. Und Roman Enzberger hatte auch dann gleich seinen Auftritt. In der 40. Spielminute prüfte er mit einem platziert geschossenen Freistoß den Athleter Torhüter. Ja, und eigentlich waren das bereits die Höhepunkte der ersten Halbzeit, also die Höhepunkte waren sehr rar gesät in der ersten Spielhälfte und so wurden mit 0:0 die Seiten gewechselt. In der zweiten Spielhälfte wurde die Begegnung Gott sei Dank etwas lebendiger und es gab auch Tore. Manuel Engleder tritt hier an. Ja, das Weitere hat der Kameramann etwas aus dem Auge verloren, aber es gab Eckball für Rohrbach-Berg. Martin Wüst ist der Spezialist für Eckbälle von der rechten Seite. Wird leicht abgefälscht von einem Athlet, der Verteidiger, Kopfball von Manuel Engleder und es gibt erneut Eckball. Ja, es gibt auch Zuschauer am Straßenrand, außerhalb des Zaunes. Aber hier dürfte das Spiel nicht im Mittelpunkt der Diskussion gestanden sein. Also nächster Eckball, wieder führt Martin Wüss aus. Ein Verteidiger befördert den Ball außerhalb des Strafraums und der Ball kommt direkt zu Roman Enzberger und der kann genau ein Maß nehmen, unbedrängt. Und sein platzierter Schuss in die rechte untere Ecke bringt das 1:0 für die Union Wohnpoint Rohrbach-Berg. Das war in der 51. Spielminute. Roman Enzberger.
Ja, wir schauen uns diesen Treffer nochmals in der Wiederholung in Zeitlupe an. Also Eckball von Martin Wöss. Ein Verteidiger von Zettlet klärt. Zumindest klärt vorerst. Der Ball kommt genau zu Roman Enzberger. Und er nimmt genau Maß. Der Torhüter dürfte auch auf dem falschen Fuß gestanden sein. Und der Ball landet genau in der rechten unteren Ecke. Und das war das 1:0 für Rohrbach-Berg. Und damit schöpfen die Spieler neuen Mut, die Zuschauer entsprechende Hoffnung auf den ersten Sieg in der Frühjahrssaison. Wieder eine Angriffsaktion der Rohrbacher, wieder war es Martin Wöster von rechts in den Strafraum plankte, dann Milan Prüppel, Alexander Unger und dann kann Manuel Engleder köpfen und sein platzierter Kopfball landet leider nur am Lattenkreuz. Pech für Manuel Engleder und für Union Rohrbach-Berg. Ja, Sie können sich nochmals anschauen. Manuel Engleder stand nicht im Abseits, da lag ja noch ein Verteidiger auf dem Boden. Und er konnte genau Maß nehmen. Und da haben wirklich nur Millimeter gefehlt. Unhaltbar wäre dieser Ball für den Torhüter gewesen. Und so blieb es leider beim 1:0 für die Union Wombeln Traubach-Berg. Ja, und dann machte Zettlet Druck. Stefan Hofer konnte parieren, das war in der 62. Minute. Dann ein Freistoß für Zettlet. Und ein ganz blödes, dummes Foul von Christian Stallinger. Und Schiedsrichter Bernhard Zauners zeigte auf den Elfmeterpunkt. 63. Spielminute, Elfmeter für HTSV Zettlet. Da schauen Sie sich die Aktion nochmals an, die zum Elfmeter führt. Christian Stallinger kommt zu spät. War zwar sicherlich gut gemeint, diese Verteidigungsaktion. Aber eine korrekte Entscheidung des Schiedsrichters. Eine Aktion, wo nichts herausgekommen wäre und Ramsebner von HTSV Zettlet lässt sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Verletzt uns ein Torhüter Stefan Hofer und es steht 1:1. Ja, auch nochmals der Elfmeter in der Wiederholung. Platziert geschossen, Elfmeterball. Und damit stand es 1:1 unentschieden. So, 20 Minuten später. Roman Enzberger kommt im Strafraum zu Fall nach einem schönen Doppelpass zuvor. Und Schiedsrichter Bernhard Zauner zeigt erneut auf den Elfmeterpunkt Reklamationen der Gäste. Aber sie können den Schiedsrichter nicht umstimmen. War es Elfmeter, war es keiner. Schauen Sie sich selbst diese Aktion nochmals an. Schöner Doppelpass, Enzberger, Pribil. Und dann mit einem schönen Trick überspielt Enzberger die Hintermannschaft. Der Torhüter aus Zettlet kommt heraus und beobachten Sie den Ball, wo er hingeht. Er spitzelt zwar vielleicht den Ball vorbei, aber ich glaube trotzdem, dass der Torhüter früher am Ball war als Enzberger. Da haben sicherlich nur Millimeter gefehlt und sicher für den Schiedsrichter eine sehr schwierige Entscheidung. Und so gab es eben Elfmeter für Union Wombeln Traubach-Berg. Milan Prüppel legte sich das Leder zurecht. Und er ließ dem Zettlet-Torhüter ebenfalls keine Chance. Und es stand 2:1 für die Union Wombeln Traubach-Berg. Das war in der 83. Spielminute.
Auch dieser Elfmeter nochmals in der Wiederholung. Er routiniert, wie Milan Pribbel ist, lässt er dem Gästetorhüter keine Chance und bringt ohne einen Wombrin Traubach Berg erneut in Führung. Ja, damit war das Athlet gezwungen, alles auf eine Karte zu setzen, und das taten sie dann auch. Sie lösten mehr oder minder die Hintermannschaft auf und stürmten, dass das Zeug hielt. Für Rohrbach ergaben sich sogar Konterchancen, wie hier eine für Manuel Engleder. Ein schöner Pass, er überspielt auch den Torhüter, aber dann fällt im Abschluss das nötige Glück, den Sack endgültig zuzumachen. Ja, und wir sind bereits in der Schlussphase. Sind in der 90. Spielminute. Rohrbach Berg tauscht nochmals aus. Gibt schon nicht bei uns, wenn draußen der schreit für uns. Das habe ich überhaupt schon lange nicht notiert. Ja, ich sag gerade an der Spielertausch in der 91. Minute von. Jawohl! Ja, hier der Tausch dann. Dann wieder nochmals ein Einwurf und dann kam jetzt der Tausch. Roland Poser kam ins Spiel für Johannes Wild. Trainer Franz Lanzersdorfer tat alles, um den Spielfluss des Athleten zu stören und Zeit zu gewinnen. Poser für? Wer? So, dann wieder das Athlet im Angriff. Poser, ja, dann unglücklich bei dieser Aktion. Einwurf fürs Athlet. Und dann kommen, oder kommt die Aktion, die zu einem allgemeinen Frust für Spieler, Betreuer, Funktionäre und Zuschauer führte. Endlich die letzte Aktion des Spiels. Wir sind in der 92. Spielminute. Und wenn man diese Szene sieht, hat man sich schon gefragt, wo war da eigentlich die Hintermannschaft? War sie mit den Gedanken schon in der Kabine? Freute sich über 3 Punkte? Zu früh gefreut, könnte man das sagen. Und da muss man schon an die Disziplin der Spieler appellieren. Solche Unkonzentriertheiten dürfen eigentlich nicht passieren, denn das Deckungsverhalten, wie wahrscheinlich dann auch die Wiederholung zeigt, ließ hier sehr zu wünschen übrig. So leicht darf ja nicht einmal eine Schülermannschaft ausgespielt werden, und das sind doch erfahrene Kampfmannschaftsspieler. Und so schaffte letztendlich das Athlet nochmals den Ausgleich zum 2:2. Ja, und sie schauen, wer deckte diesen Spieler? Wo standen die Spieler umher? Und dann, wenn sie auf der linken Seite schauen, 2 Spieler praktisch ungedeckt. Keiner fühlte sich verantwortlich. Und letztendlich kann man sogar behaupten, dass das Unentschieden sogar in Ordnung ging. Und wie bereits gesagt, man kann nur an die Disziplin der Spieler appellieren, sich im Defensivverhalten anders zu verhalten, um nicht so blöde Tore wie dieses hier auch zu bekommen. Petkoff ist der glückliche Torschütze, der den Ausgleichstreffer in der 92. Minute für den ATSV-Athlet besorgte. Ja.
Dann kurze Zeit später pfiff Schiedsrichter Bernhard Zauner die Begegnung ab. Das Spiel zwischen Union Wohnbau in Traubach-Berg und ATS Fassathlet endete mit einem 2:2 Unentschieden. Leider nicht 3 Punkte, die am Konto gut gebucht werden konnten, sondern nur 1 Punkt. Und das bedeutet einen Rückfall in der Tabelle. Ja, und wenn man so schaut, so altgediente Funktionäre, wie sie ja bei Athlet über den Platz laufen, dann ganz schön beleidigend für den Schiedsrichter, die haben sich über die Elfmeteraktion nochmals aufgeregt. Da spürte man schon einige Emotionen in diesem Spiel oder nach dem Spiel. Ja, und damit kommen wir zu den Ergebnissen der 18. Runde. Bad Schallerbach unterliegt zu Hause Union Berg mit 1:2. Die LASK-Amateure verlieren ganz überraschend gegen SV Gmunden auf eigener Anlage ebenfalls mit 1:2. Dann die Union Bettenbach trennt sich von den Riede-Amateuren mit einem 2:2 Remis, ebenso wie Rohrbach-Berg gegen das Athlet. Schwertberg unterliegt ebenfalls zu Hause gegen Ranshofen mit 1:2. St. Magdalena besiegt Christkirch mit 1:0 und das Derby im Vöckler in den Orten, die an der Vöckler liegen, Vöcklerbruck gegen Vöcklermarkt, endet mit einem 3:1 für die Gäste aus Vöcklermarkt. Zur Tabelle nach der 18. Runde in der ersten Landesliga. Union Berg führt mit 4 Punkten Vorsprung und einem Spiel mehr vor der Union Vöcklermarkt. Vöcklermarkt ist Zweiter mit 32 Punkten. Die LASK-Amateure sind auf den dritten Tabellenplatz zurückgefallen. Punktegleich liegt SK St. Magdalena an vierter Stelle. Dann die Riede-Amateure liegen am fünften Platz mit 27 Punkten. Das Athlet ist Sechster mit 25 Punkten. Das Athlet hat ebenfalls schon 18 Spiele. Alle anderen Mannschaften außer Berg und Athlet haben 17 Spiele. Da fehlen die Begegnungen der ersten Frühjahrsrunde, die in der kommenden Woche eben nachgeholt wird. 7. Bad Schallerbach, 8. Christkirchen, 9. Gmunden, 10. Ranshofen, 11. Bettenbach, 12. Schwertberg. Die Union Wohnbau in Traubach-Berg liegt leider nur mehr an vorletzter Stelle mit 17 Punkten, die mit 5 Siegen, 2 Unentschieden erzielt wurden, 10 Niederlagen waren zu verzeichnen. Und das Torverhältnis lautet auf 26:35. Vöcklerbruck liegt 4 Punkte hinter Rohrbach mit 13 Punkten am Tabellenende. Ja, mit einem Sieg konnte Rohrbach durchaus wieder an die Mannschaften anschließen. Also es ist nichts vergeben. Die zwei stärksten Mannschaften des Frühjahrs haben wir auch bereits gehabt. Also so negativ darf man die Situation nicht einschätzen. Kommenden Samstag wird es aber sicherlich schwierig, denn Gmunden befindet sich ebenfalls im Aufwind. Union Wohnbau in Traubach-Berg muss nach Gmunden fahren. Das Spiel beginnt am Samstag um 16 Uhr. Und am Dienstag darauf folgt bereits das Nachtragsspiel aus der ersten Frühjahrsrunde. Union Wohnbau in Traubach-Berg empfängt ab 18.15 Uhr die Amateure von Bundesligisten SV Josko Ried. Und am kommenden Samstag gibt es bereits das nächste Heimspiel für die Union Wohnbau in Traubach-Berg. Da kommen dann die Amateure des LASK. Ein Blick zur zweiten Klasse Nordwest. Union Wohnbau in Traubach-Berg 1b erreichte ebenfalls ein Unentschieden am Samstag. Und zwar gegen Waldmark mit 1:1. Haslach unterlag Eigenschlegel mit 2:5. Julbach besiegte Nebelberg mit 3:0. Kirchberg Neufelden 2:3, Glenzell-Öpping 4:3, Kohlerschlag-Klaffer 4:2. Ja, und bei Rohrbach gegen Waldschmack erzielte Tobias Kasper den Treffer zum 1:1 Ausgleich. Rohrbach 1b liegt damit genauso wie die erste Mannschaft an vorletzter Stelle, hat in 14 Spielen bis jetzt 10 Punkte erreicht, 3 Siege, ein Unentschieden und 10 Niederlagen. Und das Torverhältnis lautet auf 14:37. Julbach führt relativ überlegen mit 38 Punkten, 12 Siege, 2 Unentschieden und noch keine Niederlage in der laufenden Saison sind am Konto. Das Torverhältnis lautet auf 52:14. Eigenschlägel ist Zweiter mit 32 Punkten, dann folgt Kollerschlag 29 Punkte. Die Union Nebelberg liegt jetzt an vierter Stelle mit 24 Punkten, 5. ist Glenzell. 6. Neufelden, 7. Öpping, 8. Klaffer,
9. Haslach, 10. Waldschmarck und Kirchberg ist schlusslich mit 7 Punkten. Ja, wie man in der Tabelle sieht, hat es Rohrbach Berg versäumt, Waldmarkt zu überholen. Ja, kommenden Sonntag spielt die 1B-Mannschaft Union Wohnpoint Rohrbachberg auswärts bei Union Nebelberg. Ich glaube, Spielbeginn ist bei dieser Begegnung um 16 Uhr oder 16.30 Uhr. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. Ich bedanke mich für Interesse. Würde mich freuen, wenn Sie kommenden Donnerstag beim Sport am Infokanal auch wieder dabei sein würden. Kommenden Donnerstag ist zwar gut gesagt. Ich glaube, dass die Sendung entfallen muss, sofern sich nicht jemand findet, der die Sendung einspielt. Denn der Kameramann ist wieder einmal auf Reisen. Aber für heute wünsche ich Ihnen einen schönen guten Abend.